Hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Und wie ihr seht, es ist ein Update von Clash Royale da und da müssen wir gerade ein bisschen abwarten, weil das gerade am Updaten ist, wie ihr gerade seht. Und dann können wir gleich loslegen. Ich habe mir die Updates schon mal auf dem Handy angeguckt. Sind ganz cool, ja. Habe ich eigentlich oben noch alles? Okay. Cool, noch 4 Sekunden angeblich. Okay. Gucken wir uns mal an, auf jeden Fall. So, wird installiert. Dann gucken wir gleich mal. Öffnen. Okay, dann kann ich das Bildschirm anmachen. Ich hoffe, das passt. Ja, passt so. Okay, dann bin ich mal gespannt. Das neue Update. Okay, es ist da. Sonderangebot erhält. Okay, dann gucken wir gleich mal hin. So, und zwar wurde geupdatet das hier. Riesenschaden verringert. Wutelixier haben wir auch selten benutzt, verringert. Da wurde halt alles genervt. Holzfäller. Ich weiß nicht genau, was Holzfäller ist. Wurde aber auch genervt. Spiegel, würde ich sagen, gebufft. Blitz. Joa, ich weiß nicht genau, wie das vorher war. Aber was wichtig ist hier, Bomber. Trefferpunkt um 2 verringert, Schaden um 2 erhöht. Das heißt, er hält halt weniger aus, aber macht mehr Schaden. Ist eigentlich ganz okay. Und hier gibt es coole neue Funktionen im Mode. Du kannst deinen Gegner im Kampf stumm schalten. Oh, ist es da? Okay. Neue Karten bald. Ist ein großes Update. Falls ihr mehr erfahren wollt, müsst ihr selber nachgucken. Ich kann ja, wie gesagt, wenn ich hier draufklicke, wie ihr seht, vielleicht ist sogar. Okay, das hatte ich sonst nie. Ja, könnt ihr euch mal durchgucken. Oh. Alter, Turniermodus. Fünf Siege, der größte Preis, Niederlagen, bist du raus. Okay, kann man ja mal machen dann. Hier sind noch alte Clash Royale Dinger, die ich mal geöffnet hatte. So, dann würde ich einfach sagen, Bild an. Und wir gucken mal, ein Sonderangebot ist da. Was ist das denn hier? Eine super Magietruhe für 10 Euro. Plus 1200 Dinger, wie teuer sind 1200, das sind okay. Und noch 10.000 Gold, das sind auch nochmal okay. Nur einmal verfügbar. Weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwas öffne, seht ihr das? Okay, wenn ich Clash Royale. Okay, gerade, ich guck mal, soll ich mir das holen? 10 Euro, ne? Kaufen wir das mal. Oh, mein Google Pass. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Muss ich jetzt raten? Oder nachgucken? Oder war das so? Ich weiß, ihr seht gerade nichts, das ist Black Screen, aber. Okay, dann muss ich gerade einmal nachgucken. Huch, huch, huch. Ich hoffe, das passiert jetzt nichts mit der Aufnahme. Ich habe gerade ein bisschen was weggemacht. Gerade einmal kurz nachgucken. Momentchen, Leute. Momentchen. Ich hab es echt vergessen, Alter. Okay, dann habe ich hier einmal das, dann muss ich das jetzt mal ausprobieren. Ah, okay, das könnte es auch sein. Ich weiß, ihr seht gerade nix. Aber da ich hier am Bezahlen bin und sowas, ich weiß nicht, was man da alles sieht, deswegen tut es mir leid. Tarnlang erfolgreich, okay. Da das Neue kann ich euch auch gleich zeigen. Bam! Eine super Magiekiste. Krass, wie viel Geld da drin ist. Ein Wächter.
98 Kobolde, 303 Speerwerfer, okay. 4 Ballons, 5-mal Gift, krass. 7-mal die Skelettarmee, mega geil. Okay, 104 von denen brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber krass, scheiße. Und ihr seht, wir haben ordentlich Money und so bekommen. Was für ein cooles einmalige Angebot hier. Das endet aber bald. Das heißt, wenn ihr das Video seht, könnte vorbei, eventuell schon vorbei sein. Das ist so eine Tour. Die kostet eigentlich 3.700 und ja, 3.700 sind 30 Euro circa. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Alter, krass. Was ist denn jetzt hier? Demnächst verfügbar. Ah. Cool. Aber gut, wir wollen erstmal die Skelettarmee erhöhen. Auf jeden Fall, Alter. Richtig geil. So, dann haben wir hier den Pfeiler, den können wir auch nochmal erhöhen, weil wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen. Alter. Richtig fette Special-Folge heute hier, ey. Die können wir auch nochmal upgraden. Können wir es ja gar nicht auch mal ausprobieren. Jetzt haben wir schon kein Geld mehr, ne? Okay, krass. Okay, krass. Ich will aber die Skelettarmee heute mal in Action nehmen. Was ist das jetzt hier? Und Community, nee, Tomunity heißt das, Kollege. Tomunity. Mega geil, Alter. Ich feiere das gerade. Hardcore. Geiles Upgrade. Mega nice. Das sind 10 Euro, die ich jetzt für das Spiel wieder geracet habe, aber hey. Huch, da muss ich gerade husten. Aber wenn man gegen diese kleine Truhe hier sieht, ist einfach nichts drin. Einfach nichts da drin. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Und ja, das, ich meine, das ist so ein schönes Special dafür, dass Wochenende nichts kam. Das ist so eine richtig krasse, geile Folge hier mit richtig geilen Content. Ich guck mal, welcher Part wäre das denn heute? Heute ist der 164. Okay. Nice one auf jeden Fall. Vielleicht haben sie das ja auch geändert hier, guck mal. Teilnahme, okay, klassische große. Jetzt gibt es Teilnahme, kann man, ah doch, Benutzerdefinition kann man auch noch, aber es gibt jetzt auch so eine. Wir machen mal aber so ein Ding mit, oder? Aber das machen wir erst im nächsten Part, würde ich sagen, oder in so einem Special Part. Machen wir mal im Special Part dann. Würde ich sagen, let's go, Alter, boah, geil, wie viele neue Sachen und so sind. Dafür könnten wir auch mal so einen Livestream machen von so einem Turnier. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das mal. Und ja, wir haben jetzt zwar schon 7 Minuten und so verschwendet damit, sag ich mal. Oh, hier kann man jetzt dumm schalten. Ah. Mega cool, mega, mega cool. Mega nice. Das Update hat sich echt gelohnt. Ich dachte erst, okay, gut, wurden ein paar Sachen geändert, weil ich habe mir das ja nur so durchgelesen, so grob, sag ich mal. Und das ist schon nice. Oh, hier die Skelettarmee, die höher ist vom Level jetzt her. Mega nice. Mega, mega nice. Feier ich. Das feier ich richtig, ey. So, ihr solltet euch um die Hexe kümmern, das wäre super nett. Dankeschön. Dann werfen wir hier nochmal einen Koboldfass hin, gucken, wie weit wir damit kommen. Okay, der hat da ordentlich reingeballert jetzt, aber nicht so schlimm. Wir haben genug Einheiten. Wir können dagegen einkommen. Krass, dass da so ein fettes Upgrade nochmal kommt. Bzw. Update, kein Upgrade. Okay, die Lakaienhorde ist natürlich ein bisschen unfair. Die haut ja einfach gerade alles von mir kaputt. Aber gut, wir haben eine Hexenstufe 3, das ist kein Problem. Machen wir gleich mal einen Pfeilhageltest, ne? Ich will die Armee sehen. Ich will die Armee sehen. Pfeilhageltest ist incoming. Womp, 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 womp. Ah. Okay, Leben her sind die halt immer noch so, dass sie One-Hit sind von einem Tower. Also von einem Tower-Schuss. Aber, oh mein Gott, guckt euch den Damage an. Oh, nicht schlecht. Dankeschön, danke, danke. Dann schicken wir die da lang. Das sollte vielleicht reichen, wenn er die jetzt nicht defft. Dann könnte das mein Türmchen sein für heute. Jo. Okay. Oder hat er aufgegeben? Das kann natürlich auch sein. Wir testen es einfach mal, indem wir da einfach ein bisschen was reinschicken. Gucken, ob er es defft und wenn nicht, dann werde ich einfach durchlaufen. Dann werde ich einfach durchlaufen. Ja, er wird. Er hat aufgegeben. Okay. Ja gut, hätte ich vielleicht auch an seiner Stelle. Gegen den großen Kleintom kann man nichts machen. Ich kriege auf jeden Fall trotzdem ein gutes Spiel der Gegner. Und der hat aufgegeben, was auch in Ordnung ist, ist ja nicht so schlimm. Huch, was ist das denn? Das wurde auch geändert. Das sieht ja cool aus mit den Kissen. Oh, Entschuldigung, ja, davon muss ich gerade einen Screenshot machen. Das sieht echt voll nice aus. Das sieht richtig nice aus. Dann muss ich kurz einmal hier ein bisschen rüberziehen, hier noch ein bisschen runter so. Screenshotten wir mal.
Das sieht echt nice aus, oder? Was sagt ihr zum neuen Update? Also ich feiere das gerade hart. Was natürlich noch mega cool wäre, ist, wenn die das so einstellen könnten, dass man wirklich Spiele angucken könnte, die jemand anderes gespielt hat mit so einem Link oder sowas. Das wäre natürlich immer noch mega optimalo, wenn die das einbauen würden. Aber vielleicht kommt das hier irgendwann noch, ne? Sagt der gute Spieler, hat er eine Macke? Hat er eine Macke oder was? So. Dies gleiche sterben ja direkt am Anfang schon. Deswegen holen wir jetzt erst hier die Hexe raus. So, ein Packer ist auch in Ordnung. Oh, okay, jetzt wird's hart. Jetzt wird das ein bisschen viel auf einmal, muss ich ganz ehrlich sagen. So, alles sollten wir schaffen. Zack, hier nochmal eine Skletter-Mee mit rein. Schlitt, 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 schlitt. Die schlitzt halt alles auseinander, die Skletter-Mee, ne? Die ist so... Oh, geil, Mann. Richtig geil, Mann. Ich freue mich so richtig, dass... So eine alte Karte, die wir haben, dieses Skletter-Mee und sowas, dass sie jetzt wirklich nochmal richtig krass zum Einsatz kommt und da auch nochmal durchgepowert wird, dass sie wirklich dann noch was reißt. Das ist mega, mega cool. Dass die echt nochmal jetzt gebufft werden kann. Oh, das ist echt schön. Das freut mich. Wie lange haben wir kein Skletter-Mee-Upgrade mehr bekommen? Wie lange haben wir das nicht mehr bekommen? Das ist ja schon Jahrzehnte her. Oh, das war jetzt nicht so gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da hat er gut gespielt, der Kollege. Da hat er echt gut gespielt. Oh mein Gott. Aber egal, wenn wir ordentlich das anstellen und nochmal mit einer Skelettarmee durchmarschieren auf einer Seite und mit der anderen Seite mit irgendwas anderes durchgehen, dann könnte das nochmal ordentlich geil werden. Könnte das nochmal richtig, richtig geil werden. So, die und die dahin. So, wobei, das reicht. Ja, die werden halt instant down gehen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Die werden auch fast instant down gehen. Okay. Werfen wir da erstmal ein Fass hin und da einfach nur das Skelett. Wir gucken, wie weit die durchkommen. Einfach mal so ein bisschen testen hier. Einfach mal am besten testen. Am besten testen wir das hier. Oh mein Gott, wie das down geht. Wie das down geht. Das wird hier zerhackselt, wird das hier. Es wird zerhackselt, wird zerhackt oder so. Krasse, geile Kacke, Mann. Oh, ich feiere das gerade hart. So, und da warte ich auf jeden Fall, bis der Mage Man da hinten ist, dass ich den, abfangen kann mit dem Barbaren. Dann bauen wir hier die nochmal ein. Sehr schön. Und hier bauen wir nochmal eine schöne Skelettarmee rein. Die sollte sich da hoffentlich drum kümmern. So ein bisschen auf jeden Fall. So, da nochmal ein bisschen was. So und so. Okay, das wird jetzt echt hart mit dem Kronen-K.O. hier noch. Okay. Okay, das wird echt böse jetzt. Das wird richtig, richtig böse. Was hier gerade nochmal abgeht. Okay, ah, gutes Spiel. Aber wir haben zwei Kronen wenigstens bekommen. Zwei Kronen ist besser als nichts. Wir hätten versuchen einfach durch, oder? Wäre, glaube ich, das Beste gewesen. Das geht auch schneller, oder? Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Richtig geil. Richtig geiles Upgrade, Mann. Ich feiere das. Falls ihr das auch feiert, gebt mal einen Daumen hoch auf jeden Fall. Das ist echt nice. Vor allem, dass man jetzt auch Leute muten kann. Das ist so göttlich. Bis jetzt haben wir auch noch keinen Spammer gefunden. Das ist auch schon mal eine Sache, weil meistens die Leute anfangen zu spammen und sowas. Aber jetzt vielleicht, weil sie wissen, hey, man kann gemutet werden. Spammt man nicht so viel. Das kann natürlich auch gut sein. Was? Kollege, willst du nichts spielen oder willst du nicht? Kannst du nicht? Was auch immer. Was auch immer, ja, tut. Mhm. Ich fange schon wieder an zu singen. Aha. Das ist nicht so gut. Aha. Wobei, vielleicht feiern das ja einen oder anderen auch, dass ich singe. Ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube schon eher, dass das eventuell mehr nervig ist als cool und so. Also. Das tat ein bisschen weh. Ziemlich sehr. Au, au, au. Immer auf dem Dauern. Oh, der kriegt nochmal ordentlich Damage, ey. Nicht so geil, ne? Kein bisschen. Na, weil ich angreifen muss, das war einfach das Problem. Wenn ich verteidigt wäre, ist easy going. Aber gut, ne? Aber gut. Ich werde jetzt erstmal Elixier sammeln und einfach nur ein paar Einheiten mal schicken, gucken, was er macht. Die sollten jetzt nicht das Problem sein. Ich werfe, glaube ich, hier einen hin. Ja, jetzt. Gucken, ob wir da irgendwas machen können mit.
So schön, so schön. Oh ja, oh ja. Dann schicken wir Diver die mal lang. Gucken, was die da macht. Okay. Ein Poveraner-Schwein. Da sollten wir uns natürlich ein bisschen drum kümmern, weil ein Poveraner-Schwein immer blöd und nervig ist. Und da sollte man sich natürlich drum kümmern, ne? Um blöde und nervige Gegner. Ist ja ganz klar. Weil blöde, nervige Gegner sind blöd und nervig. Ja, was schicken wir da durch, um zu deffen? Barbaren? Ja, komm, wir schicken einmal Barbaren durch. Gucken, was damit passiert. Da werfen wir so und so hin. Gucken, was damit passiert. Einfach alles nur testen, was so wie und wann passiert. Okay. Das könnte aber gut sein, dass wir jetzt eventuell links ein bisschen mehr Damage rausbekommen. Ah, okay, nicht so viel, wie ich erhofft habe. Aber ist okay, ein bisschen ist besser als gar nichts, ne? Ein bisschen ist besser als gar nichts. So. Zack. Die sollen sich da auf jeden Fall darum kümmern, dass die nicht durchkommen einfach. Dass sie da nicht einfach durchlaufen, die Kollegen. Oh, jetzt brauche ich auf jeden Fall die Barbaren hier. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Den lasse ich durchlaufen, damit wir aufs Kronkorb hinauslaufen könnten. Okay. Schade. Schade. Hätte er ein bisschen mehr Power gegeben, wäre es geiler gewesen. Niemals. Eine Magietruhe heute noch. Was ist denn da los, Mann? Mega geil. Mega geil, feier ich. Richtig nice, Alter. Richtig hammer nice Abweis hier heute. Viel Glück. Viel Glück. Oh, danke schön. Danke, danke. Immer noch nette Gegner auf jeden Fall auch unterwegs, was auch super ist. Das freut mich auch immer. Okay, das will ich nicht. Das möchte ich nicht, der Herr. Ne, das sehe ich gar nicht ein. So null. Oh, die könnte ein bisschen zu spät gerufen sein. Oh, das war knapp. Die hätte beinahe noch auf die Mütze mitbekommen. Das wäre natürlich nicht so schön. Natürlich kein bisschen schön. So. Die hätte ich hier hinsetzen. Hier hin, dann hätten die bestimmt drüber schießen können. Aber gut, ne? Man lernt ja vielleicht aus seinen Fehlern. Mal gucken. So. Ich dachte erst so, Wochenende kam kein Video und jetzt. Jetzt einfach so. Wow. Wirklich so, wow. Mit dem Update habe ich halt nicht gerechnet. Ich habe halt, wo ich weg war, gelesen, okay, da werden ein paar Einheiten verändert und so. Dachte ich, ja gut, ein paar Einheiten verändert, fertig. Aber dass da so krasse Sachen geändert werden, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ganz ehrlich nicht. Weil ich habe mir das halt noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe nur diese Anfangsdinger da durchgelesen, so wie jede andere Sache ich mal in Anführungsstrichen auch durchlesen würde nur. Und das war schon geil auf jeden Fall. War schon geil. So, der ist auf tiefen Mode, was eigentlich ganz gut ist. Für ihn, für uns nicht. Okay. Den kriegen wir kaputt. Den kriegen wir kaputt, das ist kein Problem. Den kriegen wir gehackt, schnetzelten Zerhacker, gehacket. Dann würde ich die jetzt gleich werfen. Und zwar jetzt und die hinterher. Zack. Dann können die schön den Marge verursachen. Okay, oder auch nicht so viel, weil die vorher aufgehalten wurden. Aber ja, ein bisschen Damage ist bei rumgekommen, ne? Das ist ja besser als nix. Wie wir das ja schon des Öfteren festgestellt haben, dass ein bisschen besser als nix ist. So, Pfeilhageltest. Wobei ich einfach nur sehen will, wenn die wieder an den Tower kommen, wie die den einfach zerstören. Das ist immer so geil. Oh, ja, das gefällt mir. Das ist immer richtig nice. Oh, wollte eigentlich angreifen, aber gut, wenn der da auch nur Einheiten spürt, ist ja noch besser für uns. Dann ist das ja noch besser für uns, ne? Zack. Schlitzi, schlitzi, schlatzi, wir machen dich kaputti. Oder sowas in der Art. Schlitzi, schlitzi, schlatzi, wir machen dich kaputti. Hat natürlich eine krasse Skelett-Armee-Dev, ne, das Teil, aber hey. Wir sollten den Tower jetzt langsam aber sicher bekommen, hoffe ich doch mal. Wäre auf jeden Fall schön. Ja, knappe Sache. Knappe Sache. Krasse, knappe Sache. Aber die sollten wir jetzt dafür bekommen, hoffe ich mal. Oh, das ist unser sehr schön gutes Spiel. Gutes Spiel. Rodian, okay. Sehr schön.
Ich hätte ja eigentlich Lust, nochmal eine Runde mit diesem Deck zu spielen, ne? Pfeilhagel war nämlich auch erhöht, die Sklettermäßig erhöht. Wir probieren das Deck mal aus. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal unsere letzten drei Krönchen. So, viel Glück. Viel Glück, viel Glück, viel Glück. So, dann packen wir den jetzt da mal hin. Erstmal den Exil-Sammler anfangen, das ist immer ein guter Start. Vor allem ein sehr entspannter und ruhiger Start und damit kann man da eigentlich gut durchkommen immer. So, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier. Mit der Drehtuse. Aber gut, wir haben den Ritter fast down und das ist das Wichtigste. Der Prinz muss down gehen, weil der Prinz sehr böse und gefährlich ist. Und das ist nie Ritterschön. Nein, nein. Ich werde jetzt extra gezielt nach vorne setzen, weil ich den vorne haben will. Ganz einfach, damit der Argo ziehen kann. Nicht unbedingt soll oder muss, aber er könnte es. Das war ein bisschen falsch interpretiert von dem Gegner, aber gut. So, das muss weg, die ganzen kleinen. Fup. Boots, Junge. Und Boots, Junge. Und, ach ja, stimmt, der Riese wurde ja wohl genervt vom Damage, ne? Aber oh, da sind zwei durchgekommen. Richtig geil. Richtig geil. Oh, nicer. Zwei Lexi-Sammler, da beschwere ich mich auf jeden Fall nicht drüber. Nämlich richtig schön. Okay. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal einen Ofen durch hier auf der Seite, weil der macht ja gut Damage, ne? Der macht ja immer noch trotzdem Damage, weil der halt der Stift der Stufe ist, wo er Damage machen kann, was super, super geil ist. Das ist super geil. So, der hat Agro auf den Tower, was sehr gut ist. Das heißt, er nervt den Showtime Man nicht und das ist super. Das ist richtig super. Und hier würde ich gleich gerne einmal ein bisschen Gift hinklatschen. Sehr schön. Aber der Man hat da nicht lange noch drauf gehackt, was mich ein bisschen ärgert. Aber gut. Aber gut. Ist in Ordnung, ne? Es ist in Ordnung. Jetzt hier mal eine Stufe 10 auf. Bam! Macht so geil Damage schon. Ah, nice. Und der ist auch gleich down, der Turm, einfach mal. Der ist auch gleich einfach mal down. Warum? Weil er einfach stirbt. Weil das einfach OP ist, die kleinen Dinger da, die sind so krass. Oh man. Oh man. It's so nice. Das war schlecht, weil der kriegt jetzt voll die Prinzbreitseite ab. Oh ja. Das hat natürlich jetzt ein bisschen weh. Das ist ganz klar. Aber hey. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gutes Spiel. Kampf vorbei. Eine Krone haben wir wenigstens. Und das mit dem Deck. Nicht schlecht, ne? Sehr geil. Oh, ich hab's gar nicht umgestellt, sehe ich gerade. Oh gut, wir probieren jetzt nochmal Deck 3 aus. Da sind ja so ein paar Sachen drin, die neu sind und sowas. Und ja, wir probieren es einfach mal aus. Boah, vor allem das geilste Pfeilhagel auf 10. Das ist richtig nice, Mann. Viel Glück. Den dunklen Prinzen können wir auch mal ausprobieren. Aber wir warten erstmal, was der Gegner macht. Warten noch ein bisschen ab, Mann. So, dann machen wir so und die hinterher als Verteidigung für den Prinzen. Okay. Oh, der macht schon gut Damage. Oh, das war ein super Start in den Tag. Oh yeah. Hier, die kleinen dreifachen Musketorinos. Pum, 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 pum. Oh, der Feuerball. Ja, die Eiskalt gekillt. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich nicht. Ich dachte, gut. Der ballert durch. Aber hat er nicht. Das hat er nicht. Nicht so, wie ich das erhofft habe. Gut, Junge. Oh, der Damage ist geil, Mann. Oh, der ist geil. Oh, ja. Oh, oh. So, ich wollte einmal Telex hier, weil dann würde ich die beiden einmal losschicken. Gucken, was dann passiert mit den beiden. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht kriegen wir den Tower damit. Vielleicht kriegen wir den Tower damit, ne? Das wäre natürlich schon nice. So, und dann den und den jetzt hinterher. Die haben auch andere Sounds, oder? Die haben andere Sounds, würde ich sagen.
Da kam guter Damage auf jeden Fall rum. Aua, der Tower ist sowas von down, ey. Krass. Not bad, Kollege, not bad. Okay. Uns fehlt halt einfach das Elixier, Mann. Uns fehlt das Elixier. Zum Glück wurde hier aber der Damage verringert, ja, bei den Dingern, ne? Sonst wäre das noch böser geworden jetzt. Dann wäre das richtig böse geworden. So. Zack. Und die sollen jetzt instant 3 einbrechen, oder? Bam, bam. Okay. Ist das dein Ernst, Mann? Ist das dein Ernst? Gib mir ein Tier. Der muss weg. 51. Pff, ist ja lächerlich. Der ist so schnell weg, da kannst du nicht mal hinterher gucken. So schnell ist das weg, du. Okay, das ist auch schnell weggesprengt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Hier ein paar Musketos, Frauers. So, hoffentlich halte ich den Prinz damit auf. Oh, sehr gut. Das war jetzt nicht so gut. Ich will mal gucken, wie viel Damage er macht. Ah, oh, gutes Spiel. 2534, wow. Fast 100 Damage macht er an so einem Tower, Mann. Das ist nicht schlecht. Schon mehr als 100 Damage sogar. Nice. Fällt mir. Müssen wir nur ein bisschen umstellen, das Deck, weil es halt sehr, sehr Mana-intensiv ist. Elixier meine ich intensiv. Ich würde, glaube ich, nochmal eine Runde damit spielen. Yo. Machen wir. Ich hoffe, dass ich hier alle Truhen denn schaffe zu öffnen in der Zeit, Mann. Bis morgen. Viel Glück. Und ich würde sagen, wir gehen aggressiv auf die linke Seite. Und wir machen wieder hart aggressiv hier. Ich hoffe nicht, dass ich das bereuen werde, aber ich hoffe mal nicht. Oh, Pfeilhagel Level 10 ist incoming. Der ballert da jetzt richtig rein. Bam! Guckt euch das Haus an. Ein Viertel Leben hat das Haus verloren. Das ist krass. Das ist richtig krass. So, du hast einen Eismagier, kein Problem. Ich habe das Gegenteil dafür. Ich habe Feuer. Oh yeah. Feuer, Feuer. Und dann machen wir gleich einen Pfeilhageltest. 3, 2, 1. Pfeilhageltest ist incoming. Wenn er keinen Pfeilhagel hat oder was nicht deffen kann, dann... Oh, Gnade Gott, den Tower. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Aber hey. Aber hey. Ist okay. So. Wir müssen jetzt deffen. Und das ganz dringend. So. Oh Mann. Das tut weh, das tut weh, das tut weh, weh, weh. Das tut weh, das tut weh, das tut weh, weh, weh. Das tut weh, das tut weh, das tut weh, weh, weh. Ja, das tut weh. Okay, nochmal ein Ofen hinterher. Noch ein Ofen hinterher und wir freuen uns darüber sehr. Oh, Stufe 10er Barbaren. Die tun natürlich auch ein bisschen weh. Ist ja auch ganz klar. Hoffentlich kommen die rechtzeitig raus, dass die auch ordentlich was kaputt machen. Oh Mann. Leider nicht genug. Leider nicht genug. So. Boots, Junge. Boots, Boots, Boots. Zack. Würde ich gerne aus dem Leben hauen hier alles. Sogar ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Schlitz, 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 Schlitz. Okay, 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 okay. Das dahin. Und das dahin, damit der rüberläuft. Hoffe ich, dass es klappt, ja, sehr gut. So, dann nochmal ein Pfeilhagel schön da rein, weil der macht ja auch gut Damage. Sollte man nicht unterschätzen, den kleinen süßen Pfeilhagel hier, den wir haben. Okay, aber der Tower ist down, Mann. Der ist RIP. Rip and Pepperoni! Alter, was der für Einheiten alles da hat, ne? Das ist krank, ist das doch. Das ist schon nicht mehr feierlich, dass es krank ist, das. Und ohne das Gift hätten wir hier so null Chance. So 0, nichts, gar nicht Chance. Okay. Ah, war nicht schlecht. Gutes Spiel auf jeden Fall. Gutes Spiel auf jeden Fall, Mann. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Das gefällt mir echt, das neue Design hier.
Dann gehen wir nochmal auf Deck 3. Probieren wir das nochmal aus. Machen hier nochmal eine Runde und dann freuen wir uns darüber. Macht nämlich sehr, sehr Spaß. So, viel Glück. Aha, viel Glück. Aha, ich wünsche dir viel Glück. Na klar. So. Den und dann würde ich die hinterher schicken. Ja, das ist, glaube ich, ganz gute Taktik. Okay. Das ist einer, der sehr auf die Dinger geht, glaube ich. Sehr auf die Gebäude. Oh, der ist schon Stufe 7, das heißt, er kommt durch. Zack. Yes, zup. Das ist aber so lustig, wenn die sich gegenseitig in Luft jagen. Ohne Barbarenhütte, okay. Sollte aber auch nicht das Problem jetzt sein. Sollten wir auch durchkommen können. So, dann ballern wir da mal einen Pfeilhagel hin, dass wir da alles ein bisschen down bekommen auf jeden Fall, weil das schon nervig ist hier. Zack, zack, zack. Ah, der hat zwei Elixiersammler da hinten und ich habe einfach das Elixierproblem, den Mangel die ganze Zeit und das ist natürlich nicht so schön und ihr seht, au, au, die hauen so rein, Mann, die hauen so verdammt rein. Das ist schon krass, Mann, das ist nicht mehr feierlich. So. So, so, so. Wir gucken mal, was der dunkle Prinz macht, wenn wir den losschicken. So. Ich würde gerne die Pew-Pews haben, ne? Aber wir haben einfach nicht die Gelegenheit dazu, die Pew-Pews rauszuholen. Das ist einfach das große Problem gerade, was wir haben. So. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp, Mann. Das hätte böse enden können. Das hätte ziemlich böse enden können. Muss hier rein traden. Also kriege ich die Barbar nicht aufgehalten. Sonst kriege ich die Barbar nicht aufgehalten, Mann. Piu, piu. Piu, piu. So. Er baut das recht schön für uns noch, weil wir können alles damit treffen, was super, super nice ist. Mein Handy mal einfach gerade aufblicken zu müssen. Warum auch immer, das macht das einfach. Kann man ja mal machen. Muss man aber nicht. Aua, 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 aua. Aua, das tut immer so doll weh. Das tut immer so richtig dolle weh. Okay, gutes Spiel. Wir gehen wieder auf unser gutes altes Spam-Deck, würde ich sagen. Damit sind wir bis jetzt gut gefahren. Damit sind wir sehr gut gefahren und das machen wir jetzt nochmal. Okay. Spam Arena. Ich habe die ganze Zeit vergessen, die Decks hin und her zu wechseln. In meinem Overlay, aber ist ja auch egal, ne? Wofür braucht man das denn? Ja, genau. Viel Glück. Viel Glück, viel Glück. Wir brauchen nur eine Krone dran denken, Tom. Eine Krone. Dann haben wir es geschafft. Das wäre super. Stufe 6 ist kein Problem. Ist keine Gefährdung für uns. Das schon eher, aber wir müssen gerade warten, bis er die Dinger reingetradet hat, weil sonst ist unser Skelett damit direkt down und das ist natürlich nicht so geil. So. Ich hoffe, das kommt rechtzeitig raus, dass die weg sind. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, tut, 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 tut. So, und die da hinterher und dann sollten wir da ein bisschen Demaglio machen. Okay, oder auch nicht. Die hat wieder viel zu viel gespammt. Viel zu viel rausgehauen. Das war nicht so gut übrigens. Das war sehr schlecht, wenn ich das so hinterher auf an dieser Stelle. Ich glaube, ich schicke die Hexe rechts lang in Hoffnung, dass er denkt, okay, er darf links Action machen. Können wir mitmachen auf jeden Fall. So und so. Und dann würde ich gerne rechts gucken, was eine Skelettarmee da verursacht. Wäre ja super, wenn die da ordentlich Damage macht. Das wäre ja super. Also, 5 Elixier hat er schon mal jetzt rausgeballert wieder. Oh ja, ich glaube, er hat sehr viel gerade rausgeballert. Oh lol, er hat dafür auf jeden Fall noch genug über. Okay, das Ding ist schon mal down. Das ist sehr gut.
Sollte aber eher auf die blöden Elixiersammler gehen, ne? Das ist echt das Nervigste. Das Nervigste. Jetzt wird der gleich wieder ein Populaner-Schein davor stehen, ja. Wie die ganze Zeit schon, so richtig. Immer die gleiche Taktik fahren und dann merken, oh, die klappt sogar auch noch, weil ich zu blöd bin zum Dev. Das ist dann natürlich super optimal für uns in diesem Fall. Aber hey, aber hey. So, batschen wir da mal was hin. So, dann hier nochmal die Dinger. Oh, die müssen schnell genug schießen jetzt. Wow, das tat weh. Oh je, yeah, Mine. Das tat doch schon ganz schön weh. So. Und so. Da das hinwerfen. So. Ja, wir könnten den bekommen, den Tower, mit etwas Glück. Ja, sehr schön. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir brauchen eh nur einen Tower und den haben wir jetzt gleich. Ja, gutes Spiel. Ist auf jeden Fall nicht schlechtes Deck, was er hier hat, die ganze Zeit mit den Dingern angreifen. Hätte er jetzt noch ein Level höher, wäre das noch besser, weil dann kann man damit auch noch Damage machen. Das wäre super optimal. Gutes Deck dann auf jeden Fall. Aber es kommt wahrscheinlich noch. Gut, wir haben es geschafft. Wir können alle öffnen und haben jetzt Gold, Juwelen. Kobaltit, okay. Ja, Pokémon schon okay. Minenwerfer haben wir noch ein paar von und Kanonen. Ja, waren jetzt nicht so geile Dinge, aber dafür haben wir heute schon richtig geilen Stuff bekommen. Jo, falls euch der Part gefallen hat, was ich mal denke, ne, bei so einem geilen Stuff und sowas, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und die würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's, euer Claire Tom. Ciao, ciao und bye, bye.